Seid mir gegrüßt zur Ausgabe 53 von Neues aus Maushausen. Wisst ihr, was ich in der letzten Folge Neues aus Maushausen vergessen habe? Ihr werdet es im Lauf der Sendung erfahren. Was habe ich denn so alles hier auf meinem schlauen Zettel stehen? Feuchtwangen, Wohnwagen, YouTube, Ruhestand, Weihnachtsmärkte. Anfangen werde ich wieder wie immer mit dem Rückblick. Und da gab es mal wieder eine Premiere dieses Jahr. Und zwar leider keine schöne. War es eigentlich jemals eine schöne dieses Jahr? Marktabbruch war eine schlechte Premiere. Und ja, am Abend, bevor ich nach Maxl rein wollte, da hatte ich schon eine richtige Reibeisenstimme, so richtig rau und alles. Hab mir aber gedacht, das wird schon werden. Du hast deine üblichen Halspastillen und Zeug. Das wird schon klappen. Allerdings war es dann am nächsten Morgen etwas anders. Ich bin schweißgebadet, irgendwann in aller Herrgottsfrühe aufgewacht. Mir war knalleheiß, also das Fieberthermometer gesucht und mal kurz Fieber gemessen. Und damit war mir dann klar, das wird nichts mit Maxl rein. Und ich musste leider das erste Mal in meiner ganzen Karriere aus gesundheitlichen Gründen einen Markt absagen. Somit habe ich das Wochenende dann daheim verbracht, meine Grippe auskuriert, um dann in der Woche drauf noch ein paar Sachen vorzubereiten. Denn bevor es nach Feuchtwangen geht, mussten noch zwei Dinge fertig werden. Und über beide Dinge gibt es ein Video. Das wird jetzt dann auch demnächst mal in der Bastelecke kommen. Feuchtwangen war auch ein Markt, der verlegt wurde. Allerdings nicht vom Termin her. Der Termin war schon immer der gleiche. Allerdings war der Sulzbachpark, ja, eher Sulze wie Park, und so musste Roland die Entscheidung treffen, die Veranstaltung zu verlegen, und zwar auf die Mooswiese. Bei Mooswiese und Nass, da dachte ich auch erst, shit, ob das was wird, aber die Mooswiese ist der Festplatz von Feuchtwangen und das Ganze ist eine ordentliche Oberfläche mit viel Schotter, mit geteerten Flächen, und die ist natürlich auch bei schlechterem Wetter die ganze Woche über sehr gut nutzbar. Außerdem hat das Gelände einen weiteren Vorteil, denn im Vergleich zum Sulzbachpark ist das um einiges barrierefreier. Allerdings ist natürlich um den Sulzbachpark herum die Altstadt und das Ganze viel schöner. Also vom Gelände auf jeden Fall der Sulzbachpark, von der ganzen Logistik natürlich die Mooswiese. Wo die Veranstaltung dann nächstes Jahr sein wird, das werden wir sehen. In Feuchtwangen gab es dann noch eine Besonderheit, und zwar durften Ansgar von Heitabo, Gunnar von Birka, Clara von Merseburg und Leona von Flandern in Ruhestand gehen. Und zwar, ich glaube sogar genau in dieser Reihenfolge. Die beiden Jungs haben irgendwann so gegen 4, halb 5 ihre letzte Runde gespielt und haben da dann auch eine entsprechende Verabschiedung bekommen. Wer von euch live dabei war, der wird es mitbekommen haben. Etwas später dann, die Mädels hatten die letzte Schicht an diesem Arbeitstag, da wurden dann die beiden Mädels auch mit jeweils einer ganz besonderen Runde in den Ruhestand verabschiedet. Leona von Flandern hatte sogar das Privileg, die einzig volle Runde an diesem Wochenende spielen zu dürfen. Ihr habt jetzt gerade von Feuchtwangen die Bilder gesehen, wo die beiden Jungs kreuz und quer auf mir herumklettern. Das Ganze war Samstagmorgen, die Sonne hat gescheint und so durften die beiden mal noch eine Runde über den Markt mit mir drehen. Die Mädels waren auch mal mit mir unterwegs, allerdings war da leider keine Kamera zu diesem Zeitpunkt in der Nähe. Feuchtwangen war nicht nur der letzte Markt für meine Hauptdarsteller, sondern auch der letzte Markt der Jubiläumssaison. Denn Weihnachtsmärkte, da habe ich mich zwar auf ein paar beworben und auch Angebote versendet, allerdings hat sich da dieses Jahr nichts ergeben. Schade, das ist jetzt so, aber wer weiß, für was es auch gut ist. Außerdem habe ich in Feuchtwangen noch was mitgenommen. Es steht hier unten, ihr seht es jetzt nicht. Es hat 5 Kilogramm und das werdet ihr demnächst mal in einem Live miterleben, was da unten steht. Dieses Live-Video, das werde ich mit Sicherheit etwas länger ankündigen, wie das Live-Video, welches ich kürzlich gemacht habe, wo dieses Ding hier entstanden ist, aus diesen Klemmbausteinen. Komm gut runter. Und zwar ist das genauso wie das Leuchtschild da nebendran aus der Aktion YouTube High Five, was auch immer das ist. Ich habe es nicht ganz begriffen, aber egal. Sowas nimmt man dann halt mal mit und macht da ein Blödsinn draus, beziehungsweise ein Logo. Den Livestream, den hatte ich, glaube erst am Nachmittag angekündigt und dann waren natürlich so kurzfristig wenig Leute da. Und darum werde ich den neuen Livestream mit den 5 Kilo von dem, was ich da unten stehen habe, natürlich etwas langfristiger ankündigen.
Wenn ihr den Livestream nicht verpassen wollt, dann abonniert doch mal den Kanal. Das kostet bei YouTube nichts extra, denn mit euren Daten habt ihr YouTube ja eh schon bezahlt. Im letzten Monat wurde auch die Mindestgrenze überschritten bei YouTube und so wirft YouTube mal wieder ein paar Almosen auf das Konto der Mauthausen Historische Spiele und Kinderprogramm GOG haftungsbeschränkt. Wie viel das genau ist, ich darf es nicht sagen. Es reicht auf jeden Fall nicht dazu aus, um die Adobe Creative Cloud davon zu bezahlen. Und nein, ich werde nicht auf eine andere Software wechseln, denn mit der Adobe-Schiene fahre ich ganz gut. Damit mache ich ja nicht nur die Internetseite, die Videos hier oder auch mal so Animationen wie vor dem Livestream mit der gaukelnden Maus, sondern auch Flyer, Plakate und auch Visitenkarten, die ganzen Sachen, wo ich halt sonst noch so für Mauthausen brauche. Wisst ihr, was ich in der letzten Folge Neues aus Mauthausen vergessen habe? Ich werde es euch nachher noch verraten. Dann war ich kürzlich bei der Herbstmesse eines Maschinenhändlers hier bei mir in der Ecke und auf der Fahrt dorthin wie auch zurück, da fahre ich durch den Ort, wo mein Wohnwagenschrauber ist. Auf der Hinfahrt hatte ich da noch keine Gedanken, denn auf der Hinfahrt habe ich noch um einen absoluten Schnäppchenpreis einen Leiterwagen eingeladen. Auf der Rückfahrt irgendwie so, wann muss eigentlich der Wohnwagen zum TÜV? Kurz rechts rangefahren, war eh gerade irgendwie mit dem Rücken ein bisschen, dachte ich, komm, fährst geschwind rechts ran, da auf den großen Parkplatz, bewegst dich da mal ein bisschen auf dem Parkplatz und guckst so lange den Fahrzeugschein oder ist der Brief, ja, das Fahrzeuggedöns, wo halt im Auto ist, an, wann dein Wohnwagen zum TÜV muss. Da wurde mir klar, der TÜV ist abgelaufen. Also auf der Heimfahrt dann kurz beim Wohnwagenschrauber Station gemacht, mit ihm das Ganze besprochen und da ist auch noch eine Baustelle, die gemacht werden muss am Wohnwagen. Und so habe ich dann für den November einen Termin ausgemacht, um dort dann TÜV zu machen. Ein paar Sachen werde selbstverständlich ich auch noch machen, so Kleinigkeiten, wo ich selber reparieren kann, die werde ich natürlich reparieren, aber Sachen, wo ich nicht reparieren kann oder ja darf, da lasse ich natürlich meine Finger davon. Und das lasse ich dann dort die Fachfirma machen. Außerdem will ich davor noch die Ferienwohnung der Mäuse ausräumen. Die werden ja nächstes Jahr frisch befüllt und über den Winter muss das Material da nicht drin sein. Irgendjemand hat es mir unter die letzte Ausgabe Neues aus Mauthausen geschrieben. Du hast da was vergessen. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Es stand hier nebendran, so als Pyramide aufgebaut. Die Tassen. Dazu wollte ich eigentlich in der September-Ausgabe was sagen und habe es dann halt vergessen. So ist es nun mal. Ein Teil der Tassen wird zum Verkauf angeboten. Wie ihr die bekommen könnt, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Denn übers Internet werde ich die nicht verkaufen. Das ist mir zu viel Aufwand, zu viel Stress, dann auch mit dem Verschicken und alles hin und her. Ich werde auf die Märkte welche mitnehmen und wer eine Tasse haben will, einfach mich auf den Märkten ansprechen oder im Vorfeld schon sagen, hey du, ich bin da und da auf dem Markt, bring mir bitte eine Tasse mit, dann funktioniert das. Auf den Märkten werde ich sie nicht bewerben. Denn das passt nicht so direkt auf den Markt, finde ich. Die Leute, die eine haben wollen, die sollen dann schon auch sich daran erinnern. Dann weiß ich nämlich, dass sie die Tasse ehrlich haben wollen und nicht einfach so mal kurz schnell die Tasse kaufen. Es gibt aber auch immer mal wieder Gründe, wo man ein kleines Geschenk braucht und auch da ist so eine Tasse dann ein gutes Geschenk. Wenn der Mäusegaukler das nächste Mal mit neuen Mäusen auf einem der Märkte zu sehen sein wird, das steht noch nicht ganz fest. Der erste schon schriftlich bestätigte Termin ist Pfingsten 2025. Dort geht's nicht weit von hier nach Bad Schussenried, Uffrohr. 500 Jahre Bauernkrieg. Die Landesausstellung kommt ins Kloster Bad Schussenried. Dort veranstalten Inge und Harald Welker dann einen großen Mittelaltermarkt in der Klosteranlage. Ich habe auch schon ein paar weitere mündliche Zusagen, aber dazu werdet ihr in kommenden Ausgaben Neues aus Mauthausen dann Stück für Stück mehr erfahren. Selbstverständlich werde ich auch alle Termine, die schriftlich bestätigt sind, bei mir auf der Internetseite veröffentlichen. Dann habe ich den Winter über natürlich noch einiges zu tun. Ich habe noch so ein paar Bastelprojekte vor, unter anderem geht es hier um Studio. Dann habe ich hier noch was vor mir liegen. Ein Manuskript mit, was sind es, 71 Seiten. Und das ist das Manuskript für den Nachfolger des Buches, welches ihr hier stehen seht, mit der Gauklermaus. Der Inhalt in diesem Manuskript schließt an das Buch mit den Geschichten der Gauklermaus an. Eine Geschichte in diesem Buch heißt Zaubermäuse. In Zaubermäuse wurde der Grundstein gelegt für dieses Manuskript hier. Es beginnt mit den Worten: Eine neue Freundin. Das Mädchen
sieht ihm noch nach, bis er um die nächste Hausecke verschwindet. Dem Gaukler in seinen bunten Hosen. Aufmerksam sitze ich auf ihrem Arm. Wie es weitergeht, das werdet ihr dann erfahren, wenn diese Reihe starten wird. Und mit diesem Ausblick, da verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ich habe euch wieder auf den neuesten Stand gebracht, euch neugierig gemacht, was es mit einer neuen Freundin auf sich hat. Solltet ihr jetzt noch irgendwelche Fragen haben, dann schreibt es doch unten rein in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet zu den nächsten Videos hier auf dem Kanal, wenn ich live bin oder zur nächsten Folge Neues aus Mauthausen. Bis zum nächsten Video dann. Gehabt euch wohl! Jetzt im Abspann könnt ihr zunächst einmal meinen Kanal abonnieren. Kostet wie gesagt nichts auf YouTube. Im unteren Video, da gibt es die vorherige Ausgabe Neues aus Mauthausen. Und im oberen, da schlägt euch YouTube ein Video vor.